Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 02 und dem Thema Arrays. Arrays sind ein grundlegendes Datenkonzept in so ziemlich allen gängigen Programmiersprachen, sind also auch in Java extrem wichtig und deshalb auch jetzt auf dem Übungsblatt 2 eines der Themen, die in der Präambel vorne gleich genannt werden. Und natürlich nicht nur in der Präambel, sondern auch an verschiedenen Stellen im Übungsblatt, hier zum Beispiel. Auch in der Klausur, hier die Klausur vom Frühjahr 2020, da war eine ganze Aufgabe nur Arrays gewidmet, eine von 6 Aufgaben nur Arrays gewidmet und im Umgang mit Arrays, also auch hier ein sehr wichtiges Konzept. So, was sind Arrays? Wir haben ein ganzes Kapitel dafür, 01d, in dem erst einmal Arrays eingeführt werden, zusammen mit FOBBOT. Und hier sehen Sie ein erstes Beispiel dazu. Wir haben immer wieder Robot als Klasse, als Typ hergenommen für Referenzen und für Objekte. Aber jetzt bei Arrays sieht es ein klein wenig anders aus. Wir schreiben Robot, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, um anzudeuten, Robots ist jetzt kein einzelner Robot, sondern ein Array von Robotern, also mehrere Roboter in einem Feld zusammengefasst. Wir werden gleich sehen, was das genau heißt. Und Sie sehen auch dementsprechend hier New Robot nicht mit einem Konstruktor oder ähnliches, sondern hier in eckigen Klammern mit einer Zahl darin, einer positiven Zahl, kann auch 0 sein, aber macht meistens keinen Sinn. In der Regel eine positive Zahl, wie hier die 3, die besagt, Robots soll 3 Roboter enthalten. Und wie Sie dann hier sehen, werden auf die Art und Weise diese 3 Roboter angesprochen mit Indizes 0, 1, 2. Arrays beginnen in Java immer mit Index 0. Das heißt also, ein Array von 3 Komponenten mit 3 Robotern in diesem Fall hat die Indizes 0, 1, 2 und an jedem dieser Indizes kann ein Roboter gespeichert werden. Am Anfang ist noch kein Roboter gespeichert. Die müssen wir dann ganz normal wieder mit New Robot und Konstruktoraufruf dann erst einrichten. Das heißt also, wir haben eine ähnliche Situation für einen einzelnen Index von Robots hier wie bisher für ein einzelnes Objekt der Klasse Robot, eine einzelne Referenz der Klasse Robot. Ja, vorher stand hier Robot, My Robot gleich New Robot oder so etwas. Das heißt also, ein Array von Klasse Robot mit 3 Komponenten besteht aus 3 Referenzen auf Robot-Objekte und hier werden diese 3 Referenzen dann eingerichtet. Ja, so kann man sich das dann vorstellen insgesamt. Wir haben hier Robots ist wieder eine Referenz, enthält nur die Adresse des eigentlichen Array-Objektes. Dieses eigentliche Array-Objekt enthält einen Speicherplatz für Robots 0. Für Robots 1 und für Robots 2 und wir werden gleich sehen, dass noch Speicherplatz zusätzlich reserviert wird für ein Attribut mit dem Namen Length, für die Länge. Da steht dann die 3 drin in diesem Beispiel, also wie viele Komponenten das Array tatsächlich hat. Und hier sehen Sie das Ganze nochmal in ähnlicher Form wie eben, nur eine Kleinigkeit hier anders, nämlich anstatt ein Robot-Objekt einzurichten, das gilt jetzt für alle Klassen, nicht nur für Robot und auch für alle Situationen, nicht nur für Arrays, kann man auch stattdessen eine Referenz, wo eigentlich die Adresse eines Objekts gespeichert werden sollte, kann man stattdessen auch den symbolischen Wert Null dorthin speichern. Dieser symbolische Wert Null besagt, dass diese Referenz, also Robot Index 1, nicht auf ein Robot-Objekt verweist, nicht die Adresse im Speicher von einem Robot-Objekt enthält, sondern eben stattdessen gar nichts enthält. Deshalb auch null. Also schauen wir nochmal hier von Robots auf das Array-Objekt von Robots 0 auf ein Objekt von Klasse Robot, von Robots 2 ein anderes Objekt von Klasse Robots und von Robots 1 verweist kein Pfeil irgendwohin, dann dort steht 0. So, jetzt kann man mit den einzelnen Objekten und den einzelnen Referenzen in so einem Array natürlich herumspielen. Und zwar genau so, als wären das jeweils einzelne Variable, wie wir es vorher kennengelernt haben. Wir können zum Beispiel hier
Robots 0 ansprechen und sagen, der soll eine Münze ablegen und dann einen Schritt vorwärts gehen. Wir können dasselbe auch oder etwas anderes für Robots 1 sagen oder für Robots 2, was auch immer. Wir haben uns dafür hier entschieden, dass jeder Roboter dasselbe machen soll, nämlich eine Münze abwerfen und dann vorwärts gehen. Und wir haben uns auch dafür entschieden, in einer Vorschleife, dass jeder Roboter das viermal machen soll. Das heißt also, viermal wird jeder Roboter 0 bis 2, also zuerst eine Münze abwerfen und dann Move einen Schritt vorwärts gehen. Das kann man dann auch entsprechend zusammenfassen. Ja, eben haben wir jede einzelne dieser Komponenten des Arrays 0, 1, 2 jeweils für sich explizit angesprochen und haben da jeweils dasselbe machen lassen. Das ist natürlich erstmal unschön, weil wir dann redundanten Code geschrieben haben für Robots 0, für Robots 1, für Robots 2 jeweils dasselbe geschrieben haben. Ja, spätestens dann, wenn wir Änderungen an den Aktionen vornehmen wollen, müssen wir immer darauf achten, dass wir alle Änderungen parallel für alle diese Roboter durchführen. Das ist fehleranfällig, da kann man leicht Fehler einbauen. Aus Versehen natürlich. Und ein zweitens Mal natürlich, wenn wir nicht nur drei Roboter haben, sondern 3 Millionen Roboter, spätestens da geht es dann nicht mehr so, wie wir es eben auf der letzten Folie gesehen haben. Spätestens da müssen wir es so wie hier machen. Viermal soll jeder Roboter dasselbe machen. Das ist dasselbe wie vorher. Aber anstatt dass wir jeden Roboter hier 0, 1, 2 jeweils separat im Schleifenrumpf der äußeren Schleife ansprechen, schreiben wir eine innere Schleife dazu, in der wir alle Indizes durchgehen, 0, 1, 2 und jeweils mit diesem Index in der Variablen j dann entsprechend den Roboter ansprechen. So, jetzt kommt die Variable, oder nein, es ist keine Variable, es ist eine Konstante. Ich bitte um Entschuldigung. Jetzt kommt die konstante Length ins Spiel. Ja, ein Attribut, das offensichtlich public ist und dass sie auch nicht ändern können. Das wäre ja fatal, wenn sie einfach an der Länge rumspielen könnten. Wenn sie ein Array der Länge 3 haben und sie schreiben in die Länge einfach 4 rein oder 2. Aber sie können jederzeit hier diese Länge abfragen, sodass sie dann also unabhängig sind. Ja, was immer die Länge dieses Arrays, ob es 3 oder 3 Millionen ist oder irgendwas dazwischen, kann sie völlig kalt lassen. Sie schreiben einfach robots.length und da steht dann tatsächlich die Anzahl der Komponenten drin, die dieses Array hat, egal wie groß diese Zahl ist. So, wir machen noch einen Schritt weiter. Für Arrays gibt es noch eine Möglichkeit, die Vorschleife nochmal zu vereinfachen, weil Durchlauf durch ein Array, durch die Komponenten eines Arrays von Index 0 bis zum letzten Index ist eine so wichtige Operation, ein so wichtiges Muster, dass man sich bei der Entwicklung von Java entschieden hat, dafür eine Kurzform als Array zu schreiben, die wir dann natürlich auch nutzen wollen. Hier oben links sehen Sie nochmal dasselbe wie eben auf der letzten Folie. Hier unten rechts sehen Sie eine kleine Variation, die völlig äquivalent ist, die genau dasselbe macht. Nur ein bisschen erstmal sieht es umständlich aus. Wir betrachten eine neue Referenz, die ich jetzt einfach Ruby nenne. Und anstatt dass Putcoin und Move, so wie hier direkt mit Robots von J ausgeführt wird, kopiere ich erst einmal die Adresse, die in Robots.j steht, also die Adresse des Objektes, auf das Robots.j verweist, in Ruby und rufe dann mit Robby Putcoin und Move aus. Dasselbe, als wenn ich es gleich direkt mit Robots.j gemacht hätte. Und ja, das können Sie sich hier nochmal ansehen, wie das Ganze dann im Speicherplatz aussehen könnte, dass Robby eben jeweils bei jedem Durchlauf durch diese Schleife jeweils auf eines dieser Array-Objekte verweist, die auf die auch vom Array, von den einzelnen Komponenten des Arrays verwiesen wird. So, jetzt haben wir oben links nochmal das, was wir eben unten rechts hatten, nämlich, dass wir die Schleife eigentlich ein bisschen komplizierter als notwendig gemacht haben, dass wir zuerst Robby eingeführt haben und statt mit Robots.j direkt mit Robby die Operation durchgeführt haben. Aber das ist dann der Schritt dann hierhin zu der angekündigten einfachen Schleife,
nämlich dass das hier, dieses Konstrukt, dass sich das auch einfacher in Java schreiben lässt, in dieser Form, dass ich einfach in die Vorschleifer nur angebe, mit einem Doppelpunkt getrennt, erst einmal den Komponententyp des Arrays, Robot, dann den Namen, unter dem ich, so wie hier auch, die einzelnen Komponenten nacheinander ansprechen will. Und hier gebe ich noch den Namen des Arrays an. Ja, diese Schreibweise ist immer dieselbe. Und dann dasselbe wie hier oben, put, coin und move. Das heißt also, für die Situation, dass man durch ein Array durchläuft, alle Indizes einzeln von 0, 1, 2 und so weiter bis zum letzten durchläuft und für alle Komponenten dasselbe macht, gibt es die verkürzte Schreibweise hier, dass nämlich jeweils statt mit Indizes herumzuhantieren, statt mit einem J wie hier, was ja auch immer fehleranfällig ist, einfach so kurz geschrieben wird, denn hier lassen sich kaum noch Fehler machen, beziehungsweise Fehler, die hier passieren können, in dieser verkürzten Form der Vorschleife, die wird typischerweise der Compiler schon merken und dann eine Fehlermeldung ausgeben. So, und dann sähe das Bild zum Beispiel etwa in diesem Beispiel so aus, was dann produziert worden wäre. Jeder von den drei Robotern geht 4 Schritte vorwärts und legt dabei jeweils eine Münze ab. So, jetzt hatten wir ein Array von Robot. Wir gehen wieder einen Schritt weiter, so wie wir es auch in anderen Videos schon gesehen haben, dass wir uns so nach und nach von Fopbot, von Klassen wie Robot lösen. Wir werden später auch andere Beispiele für Anwendungsfälle betrachten, aber immer auch Klassen, die keinen Sinn und Zweck haben, so wie hier, die wir deshalb auch eher X nennen. Der Sinn und Zweck ist einfach Illustration. Einfach um zu sehen, wie sieht das Ganze aus, wenn wir mal sämtliche Anwendungshintergründe vergessen. Und dann könnte das zum Beispiel auch so aussehen. Wir richten eine Referenz vom Typ Array von X ein und wieder mit 3 Komponenten. Setzen die Komponente 0 auf ein neu eingerichtetes Objekt und die Komponente 2 auch. Die Komponente 1 lassen wir aus. Hier kommt jetzt ein Punkt hinein, den ich vorher unterschlagen hatte. Nach dieser ersten Zeile hier, wenn das Array eingerichtet worden ist, haben alle drei Komponenten den Wert Null. Das heißt also, wenn ich A1 nicht überschreibe, dann steht da Null drin. Und genau dieses Bild kommt dann hier raus. Von A aus wird auf das Array-Objekt verwiesen. Von A0 wird auf ein Objekt der Klasse X verwiesen, von A2 wird auf ein Objekt der Klasse X verwiesen, von A1 nicht, weil A1 den symbolischen Wert Null enthält. Und wenn ich jetzt diese Vorschleife mache, so wie wir das eben mit Robbie gesehen haben, dann wird irgendwo vom Laufzeitsystem eine Referenz B eingerichtet, die nacheinander die Objekte durchläuft, also die Adressen dieser Objekte durchläuft, die in diesem Array drin sind, beziehungsweise in diesem Fall ist es so, da A1 ja den symbolischen Wert Null hat, würde im zweiten Durchlauf auch B nicht die Adresse eines Objektes enthalten, sondern den symbolischen Wert Null enthalten. Und da dürfte man natürlich mit B keine Methoden der Klasse X aufrufen oder auf Attribute zugreifen wollen. Ja, wir können einen Schritt weitergehen und jetzt was halbwegs Sinnvolles machen. Zum Beispiel haben Sie in den Folien zur Vorlesung verschiedene Variationen, verschiedene Lösungen, verschiedene Möglichkeiten, ein Schachbrett zu zeichnen. Und eine Möglichkeit ist die beispielsweise hier, dass Sie in jedem einzelnen Zeile ein Array platzieren und die alle jeweils einmal durchgehen lassen, hier in einer Schleife durchgehen lassen. Und in der Schleife durchgehen lassen heißt, jeder von denen macht 8 Vorwärtsschritte und bei jedem zweiten Mal, je nachdem, ob x plus y, ob Zeilenzahl plus Spaltenzahl eine gerade oder ungerade Zahl, eine Summe ergeben, jeweils eine Münze platziert wird oder nicht. Und am Ende, am Anfang, haben alle diese Roboter hier in der Spalte 1
wurden sie platziert und nach rechts gezeigt und am Ende hier in der Spalte, in der Spalte direkt nach der letzten Spalte des Schachbretts. Natürlich muss man Arrays nicht von Klassen einrichten, man kann auch Arrays von primitiven Datentypen einrichten. Das ist vielleicht sogar der häufigere Fall. In konkreten Anwendungsfällen hier sehen Sie für den Datentyp Double eine Möglichkeit, ein Array, dem ich 123 Komponenten gebe und der ersten Komponente gebe ich direkt einen Wert und für alle weiteren Komponenten gebe ich Werte, die sich jeweils aus dem vorhergehenden Wert, also an einem Index um eins kleiner, dann stehen, durch eine einfache arithmetische Fortschrift dann ergeben. Jetzt kann ich zum Beispiel auch hergehen, ein typisches Muster für Durchlauf durch Arrays, um etwas Sinnvolles zu machen. Ich möchte hier ab dieser Zeile die Summe aller Elemente des Arrays berechnen. Und das Muster ist ganz einfach. Ich initialisiere die Variable, in der am Ende die Summe stehen soll, mit 0 und gehe dann sämtliche Komponenten des Arrays durch und addiere da jeweils den Inhalt dieser Komponente, den Wert an dieser Komponente auf diese Variable drauf, sodass am Ende dann tatsächlich die Summe aller Array-Komponenten in dieser Variable stehen. So. Eine wichtige Frage dabei natürlich, generell bei Arrays von jedem Datentyp, was passiert, wenn wir auf unmögliche Komponenten, auf unmögliche Indizes zugreifen, so wie hier unten. Ja, wir haben fünf Komponenten in diesem Array, das heißt also, wir haben die Indizes 0, 1, 2, 3, 4. Den Index minus 1 haben wir natürlich nicht und den Index 5 haben wir auch nicht. Index 5 anzusprechen beim Array mit 5 Elementen, können Sie sich vorstellen, ist ein sehr häufiger Fehler, weil man doch immer mal wieder vergisst, dass ein Array mit 5 Komponenten eben die Indizes 0, 1, 2, 3, 4 hat und den Index 5 eben nicht. Was passiert dann? Was bisher jetzt passiert, wenn Sie das machen, ist, dass das Laufzeitsystem dem Ablauf des Programms abbricht, den Ablauf des Prozesses abbricht und Ihnen eine entsprechende Fehlermeldung gibt, dass Sie sowas nicht dürfen. Später, wenn es um Fehlerbehandlung und Exceptions geht, werden wir sehen, dass wir das auch anders handhaben können, dass wir dann dafür sorgen können, dass in so einem Fall das Programm, der Prozess nicht abgebrochen wird.